zurück bei Lost 4. Können wir jetzt endlich, liebe Leute, endlich können wir zum Baum. Westlich von hier, zum Baum. Wir können Kräuter sammeln. Yay. Aber was war das für eine grausame Kreatur, die mich da bedroht hatte? So. Und endlich bin ich hier mal wieder unterwegs. Ist hier der Weg? Es sieht nicht danach aus. Nein. Das ist nicht der Weg. Also gehen wir eine Etage höher. Da oben ist eine Höhle. Heilige Höhle. Heilige Höhle. Im Namen des Kaisers, legt eure Waffen nieder und ergebt euch. Mocker? Wir können die Sachen auf zwei Arten lösen. Einfach oder auf die harte Tour. Was darf's sein? Gegenvorschlag. Wie wär's, wenn wir getrennte Wege gehen? Hä? Wir hätten damit rechnen sollen, dass ihr Feiglinge wieder zu fliehen versucht. Vielleicht habt ihr unterwegs euren Verstand verloren. Aber, eine Seite ist doch hier zahlenmäßig klein im Vorteil, oder nicht? Wir sind 6 und ihr seid 3. Ich biete euch an, euch zu verziehen, bevor es schmerzhaft für euch wird. Eins, zwei, drei. Verfix, er hat recht. Wir haben nur an die blöde Beförderung gedacht. Was sollen wir tun? Er trete zur Seite, dann können wir heute unnötigen Verdruss vermeiden. Verachtenswert, ihr werdet so ehrenlos, uns mit einem unfairen Vorteil zu bekämpfen. Hey, ihr Zinnsoldaten, ihr seid die Genies, die uns überfallen haben. Schon vergessen? Wir sind keine Zinnsoldaten. Wir sind die Seele des imperialen Kommandos. Wir laufen vor keinem Kampf davon, auch wenn die Chancen schlecht stehen. Ist diese Beförderung einen aussichtslosen Kampf wirklich wert? Klappe zu, ihr Verräter. Macht euch bereit. Sind die dumm? Oh, wieso habe ich sie denn jetzt drin? So. Wow, die halten ganz schön viel aus, ne? Muss erstmal einen platt kriegen hier. Wie stopp? Wieso stopp? Kill? Mach mal so. Oh, 408, das ist natürlich ein sehr guter Treffer gewesen. I. Wieso stopp? Was heißt das? Wieso greift er den an? Eigentlich sollte er den anderen angreifen. Machen wir einfach ein Beben. Wieso haben die so viel Energie? Und danke. 210. Normalschlag. Problem ist halt, dass sie wirklich nicht sehr viel Schaden macht. Oh, warum immer auf ihn? Nein, ich wollte damit nicht angreifen. Ich wollte auch irgendwas anderes nutzen. Egal. So. So, schön. Beide weg. Ach komm, Mann. Dann hoffen wir, dass wir den jetzt umhauen. Oder auch nicht. Oh doch. Ja. Danke.
Heute werdet ihr für euren Verrat büßen. Das könnt ihr uns glauben. Große Worte für drei imperiale Idioten. Ihr seid doch froh, dass wir uns zurückgehalten haben. Und du sei froh, dass wir euer Leben schonen wollen. Bei voller Stärke hättet ihr keine Chance gegen uns. Hahaha. Wir verstehen euch. Hätten wir so krachende verloren, würden wir uns auch selbst hassen. Ich glaube, diese Blechheinis hätten gerne eine Revanche. Wie sieht's aus, Wichte? Ihr habt für heute genug Prügel bezogen. Wir lassen euch am Leben. Sollen wir sie verfolgen? Nein, lass sie ziehen. Wir müssen diesen Baum finden, das ist wichtiger. Okay. Also wir haben jetzt hier viele, viele, viele verschiedene Wege. Oh. Nice. Aber damit habe ich keine Erinnerung bekommen, ne? Aber wenn das so einfach ist... Fällt mir gerade ein, ich wollte eigentlich das Team noch anders ändern, ne? Ja, Dianto macht mehr Sinn. Verdammt. Sofort stehen bleiben. Hier ist für euch Endstation. Ernsthaft? Ich glaube, die Nummer kennen wir schon. Und für euch ging sie nicht gut aus. Ha, dieses Mal haben wir uns vorbereitet. Wir haben uns Unterstützung geholt. Ich sehe niemanden. Wen habt ihr denn? Das wüsstet ihr wohl gern. Eine geniale imperiale Erfindung von enormer Macht. Seht, unsere bisher größte Waffe, den Droid. Was soll denn das sein? Der Gipfel imperialer Erfindergeist. Eine synthetische Einmannarmee. Ich bin der Droid. Euer rascher Tod wird in meiner Datenbank jetzt verzeichnet. Also ihr Verräter, ergebt euch. Dann verschonen wir eventuell euer Leben. Wenn ihr zu ängstlich seid, um zu sprechen, dürft ihr auch eine weiße Flagge schwenken. Soll das ein Witz sein? Wir wissen, wer das ist. Der Kerl hat letztes Mal schon an eurer Seite gekämpft. Nein, gar nicht wahr. Das ist kein Kerl, sondern der Droid. Das kommt dir nur so vor, weil sein Anblick dich so in Furcht versetzt hat. Ach, wir wissen, wie schrecklich die echte Roboterwaffe ist, weil wir schon gegen sie gekämpft haben. Was, im Ernst? Klappe, Dilanus. Du verrätst noch alles. Ich bin der Droid. Wer ist dieser Dilanus? Wir wissen, dass ihr blufft. Ihr habt nie gegen einen echten Droiden gekämpft. Macht euch bereit. Diesmal werden wir keine Gnade zeigen. Ach, ernsthaft? Nummer 1. Okay. Wen hat er eigentlich blockiert? Dianto. Und jetzt ihn. Ne, oder auch nicht. Okay. Obaro. Flamme war eigentlich mal sehr vorteilhaft. Er ist in 5 Runden wieder bereit. So, machen wir den nächsten Platt. Der ist auch weg, komm. Einfühlung.
Nee. Anemonie. Wasserfall. Ignis. So. Oh! Das war viel Schaden. Ich würde sagen, das hat ihn erledigt. Es ist zwecklos, Mokka. Sie sind zu stark für uns. Quatsch, nach dem Vorfall mit dem Vulkopanzer und dieser Sache sind wir geliefert. Wir können nur mit der Bande in Kette zurück. In Ketten zurück. Wir haben geschworen, niemals aufzugeben. Ein Kampf ist zwecklos. Akzeptiert eure Niederlage. Arroganter kleiner Lümmel. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir werden unsere Ehre wiedererlangen. Und wenn du dafür am Galgen baumeln musst. Wenn ihr nur so stark wärt, wie ihr ehrgeizig hier seid. Ich rate euch, undankbares Gesindel, tut kein Auge mehr zu, denn wir verfolgen euch. Euer Kampf wurde in der Datenbank unseres Druids gespeichert. Hört schon auf. Versetzt ihn in ihre Lage, Wann. Sie können einfach nicht mehr zurück. Hey, wenn wir uns bemitleidet, dann auf eigenes Risiko. Hey, du Druidep, du fällst aus der Rolle. Ach, und nur damit du es weißt. Was du vorgibst zu sein, nennt sich Geroid. Verflucht, nächstes Mal, wenn wir uns begegnen, seid ihr geliefert. Merkt euch das. Ja. Junge, es gibt solche und solche im Imperium. Ja, und die gehören offensichtlich zur jämmerlichen Sorte. Der getrennte Wurm krümmt sich. Wir sollten sie nicht unnötig demütigen. Würmer haben nie mehr Rückgrat als dieser Abschaum. Nächstes Mal werde ich sie zerquetschen. Hoffen wir, dass es kein nächstes Mal geben wird. Okay, hier kann ich runter. Da komme ich da lang. Muss gerade echt mal gucken. Und da komme ich nicht lang. Okay, also ich muss hier links lang. Was passiert, wenn ich da runtergehe? Laufe ich dann da drunter durch? Okay, gut. Ich muss da lang. Da komme ich nicht lang. Links lang, rechts lang, links lang. Ah. Gut. Manchmal ist der spontane Weg auch der gute Weg. Oh. Okay, das ist dann mich vergiften. Das war jetzt natürlich super dumm. Oh, du bist echt saudumm. Ach du meine Güte. Warte mal, Verbandskasten, Wundermittel. Wundermittel, war es das? Nee. VP-Lader. Erhöht den Schaden gegen Wechselmonster. Oh, ich habe nur sowas. Minenerinnerung. Oh, das ist doof. Skill. Heilung. Habe ich auch irgendwas, um meine anderen Sachen zu heilen? Nee, ne? Das ist jetzt doof. Ich hoffe, dass es irgendwann verschwindet. Ah, jetzt geht's andersrum. Haha. Aber bevor ich jetzt da runtergehe, muss ich natürlich erstmal gucken, was war links lang. Ja, wie lange habe ich denn diese Schwächung noch? Meine Güte. Skill. Era. Danke. Also Leute, merkt euch nicht durch das Lilane durchgehen. Eek. Ich glaube, da muss ich später lang.
Ist doch jetzt gut hier mit dem Gift. Langsam nervt es, aber nur ganz langsam. Ah, ich hab's befürchtet. Lufterinnerung. Oh. Erinnerung. Okay. Wundert mich, da hier alles mit Theromit verseucht ist, ne? Aber okay. Ah, hier komme ich zurück. Das ist gut. Man muss ja alles hier mal erforschen. Das Vermächtnis von Gaetera, Gedankenspiele, Buch 6. Er erzählte von einem Händler, der eine große Handelsmesse besuchte und sein ganzes Geld für alle existierenden Zutaten verschleuderte. Och, Freund. VP-Lader. Ey, hab ich nichts, um mich zu heilen? Ein zauberhaftes Heilmittel stellt 50 Machtpunkte wieder her. Erhöht maximal Lebensform. Effektiven Rezept. Rückosuits. Königstrank kann ich auch nur noch ein. Neuer Trank, Königstrank. Verbandskasten, heilt alle Verbündete. Wundermittel. Arzttasche. Und halt Schwächungen. Kann ich das denn jetzt verwenden? Nein, kann ich nicht, weil ich nicht draußen bin. Oh. Okay, warum nicht gleich so? Hätte ich mir einfacher machen können. So, damit ist das ja geklärt. War da jetzt eigentlich oben was oder nicht? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich würde sagen, wir achten in der nächsten Folge darauf. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschüss.